Ja, sehr geehrte Kollegen der Polizei und für die Feuerwehr mache ich es ganz einfach. Geschätzte, hochverehrte Feuerwehrfamilie. Ich denke, da sind alle drin, da ist Familie drin, da ist Feuerwehr drin. Was für ein Tag. Ja, man kann sich den nicht so ausmalen und auch nicht vorstellen, wie gigantisch das auf einen wirkt. 23 Jahre war ich jetzt fast jeden Tag hier. Es sind 48 Stufen bis ganz nach oben. 150 Schritte von der Haustür bis zum Tor der Feuerwache. Ein Weg, den ich immer sehr, sehr gerne gegangen bin. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken bei allen hier in der Feuerwehr, ob Hauptamt oder Ehrenamt, völlig egal, die diesen Weg mitgegangen sind und dafür gesorgt haben, dass die Feuerwehr sich heute so prächtig entwickelt hat. Da hat jeder seinen Anteil dran und darauf bin ich besonders stolz, denn Feuerwehr ist Teamarbeit. Nicht der Einzelne, sondern wir alle zusammen zählen und das war eine tolle Zeit, die ich nicht missen möchte. Und insofern danke nochmal für diesen tollen Empfang und ich bin ja nur so ein bisschen hier und da stundenweise mal zum Aufräumen hier und ich denke, wir werden uns noch sehen bis ins nächste Jahr. Da wird auch die Leitung der Freiwilligenfeuerwehr übergeben. Aber heute ist eben der letzte Arbeitstag für mich und das ist schön, dass ihr alle diesen Tag mit mir teilt. Herzlichen Dank und vielen Dank für eure jahrelange, jahrzehntelange Unterstützung. Dankeschön.